Post, dann kommen wir zu meiner Freundin. Herzlich willkommen zur zweiten Episode von Back to the Roots. Und in der heutigen Episode möchte ich euch die Süßgras-Sorte Gohoran-Weizen vorstellen. Bei dieser Weizengras-Sorte handelt es sich um meinen uralten Verwandten, und zwar aus heutigen Hartweizens. Und ursprünglich wurde diese Sorte im fruchtbaren Halbmond angebaut. Also diese Region liegt im heutigen Ägypten, Anatolien, Syrien und Irak. Diese Gohoran-Weizen wird heute auch als Kamutgras bezeichnet, weil hier sich amerikanische Brüder ein Patent auf dieses Weizengras gesichert haben, und die alten Ägypter nennen Gohoran-Weizen unter anderem die Seele der Erde. Der Vorteil von solchen Süßgräsern ist einerseits, dass durch den Keimprozess der Körner unter anderem verschiedene Hemmstoffe abgebaut werden, wie zum Beispiel das Klebereiweiß Gluten. Das wird dann unschädlich gemacht und unser Körper kann das besser verdauen, vor allem weil Gluten auch hier für viele verschiedene chronische Krankheiten mitverantwortlich ist, so wie das unser Körper chronisch übersäuert wird durch diese Klebstoff. Andererseits werden auch andere Hemmstoffe, wie zum Beispiel die Enzyme wie Pyrin, umgewandelt in das Enzym Pytase, und weitere Mineralstoffe werden so bioverfügbarer für unseren Körper. Zudem weisen Süßgräser allgemein sehr viele Inhaltsstoffe und sind sehr nährreich. Zum Beispiel weist Weizengras im Allgemeinen einen 60-mal höheren Vitamin C-Gehalt wie Orangen, 50-mal mehr Vitamin E wie Spinat, 30-mal mehr Vitamin B1 als Kuhmilch, sowie 6-mal mehr Calcium als in Rohmilch, sowie 5-mal mehr Eisen als Spinat auf. Also eine richtige Vitalstoffbombe. Und nebenbei weist Weizengras unter anderem auch verschiedene Vitamin B-Komplexe auf, wie zum Beispiel B2, B6 und B17 sowie Folsäure. Außerdem beinhalten diese Gräser alle essentiellen Aminosäuren, die unser Körper nicht selbst herstellen kann, unter anderem Leucin, Valin und Isoleucin, die für den Muskelaufbau auch unerlässlich sind. Neben den essentiellen Aminosäuren weisen die auch sekundäre Pflanzenstoffe auf, wie zum Beispiel verschiedene Carotinoide, wie dem Beta-Carotin, welches auch für eine bessere Sehleistung verantwortlich ist. Auch enthält es auch das wertvolle Chlorophyll. Chlorophyll wird in der Photosynthese benötigt, da die Pflanzen über das grüne Pigment Sonnenlicht aufnimmt und mit Hilfe von Wasser, Kohlenstoffdioxid und dem Sonnenlicht werden dann hier dementsprechend Glucose und Sauerstoff produziert und auch, wie zum Beispiel im Fall von Sauerstoff, abgegeben. Und Chlorophyll ähnelt sehr unserem Hämoglobin, also unserem Blut. Der einzige Unterschied zu den beiden Stoffen ist, dass Chlorophyll ein Magnesium-Ion als Zentrum hat, während unser Hämoglobin ein Eisen-Ion hat. Und zum Beispiel, wenn man genug Chlorophyll aufnimmt, da kann man hier auch eine gewisse Anämie bzw. Blutarmut vermeiden, sowie dass Chlorophyll auch für reines und sauberes Blut sorgt. Und reines und sauberes Blut ist halt wichtig, damit unser Körper seine entsprechenden Funktionen und Organe besser übernehmen kann. Zudem tut auch Chlorophyll unsere Organe, wie zum Beispiel die Niere, entlasten. Aber auch unsere Entgiftungsorgane, wie die Leber und das Lymphsystem, werden auch hier unterstützt. Weitere Enzyme, die Süßgräser unter anderem aufweisen, ist zum Beispiel P4D1, welches unsere Zellen, die durch Gammastrahlen beschädigt worden sind, erneuert und repariert, sowie Cytochrom-Oxidase, welches unsere
Zellen dazu veranlagt, den vorhandenen Sauerstoff noch effektiver zu verwenden. Also kann man zusammengefasst sagen, dass Süßgräser neben Algen die nährstoffreichsten Lebensmittel sind, die man eigentlich anbauen kann und soweit die unsere, der Menschheit bekannt sind. Man weiß ja nicht, welche weiteren Nährstoffe noch entdeckt werden in unserer wunderbaren Welt. Ein weiterer Vorteil von Kammutgras ist zum Beispiel, dass er 40% mehr Protein, 30% mehr Magnesium sowie ein höheres Selenaufkommen hat als unser herkömmliches Weizen. Genau, also dann kommen wir mal zum Anbau. Also ich lasse in der Regel, tue ich den Weizen einweichen lassen für 12 Stunden in meinen Keimgläsern oder in einer Schüssel und tue auch hier während der Einweichzeit Wasserstoffperoxid rein, damit einerseits hier schon mal die Schimmelbildung verhindert wird und dann überdecke ich die noch mit einem Geschirrtuch, weil Weizenkörnlinge, wie zum Beispiel Kammutgras in dem Fall, Dunkelkeimlinge sind. Nachdem sie kleine Fortsätze haben, lege ich die auf Erde. Ich verwende zum Beispiel Kokoserde, weil die nochmal Wassergehalt, also beim Gießen zum Beispiel oder wenn ich sie halt mit einem Sprüher ansprühe, nochmal das Wasser zusätzlich aufsauge und hier nochmal Schimmel zusätzlich verwendet wird. Und dann lege ich halt eine 2 bis 5 cm dicke Erdschicht auf, verteile hier die entsprechenden Kammutkörnlinge, damit die halt auch genug Platz haben und überdeckt die halt auch ein bisschen mit Erde und lasse sie dann sprießen, so für 10 Tage, bis sie halt eine entsprechende Länge haben und dann entsafte ich sie mir mit meinem Angel Juicer und dann lasse ich mir einfach den Saft schmecken und ich fühle mich dann eigentlich immer ja, energiegeladen, motiviert und merke einfach, wie meine Zellen einfach einen Boost bekommen haben. In diesem Sinne hoffe ich, ich konnte dich wieder inspirieren, selbst ein kleiner Bauer zu werden, beziehungsweise Landwirt. Und wir sehen uns in der nächsten Episode von Back to the Roots. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.